und den anderen auch nochmal einen schönen guten Morgen. Wir haben ja gerade schon so kurz etwas besprochen. Allen herzlich willkommen. Die Veranstaltung ist also durch das Resserwäldchen im Frühling und ist eine Veranstaltung des BUND, Bund für Umwelt- und Naturschutz, Kreisgruppe Herne und der VHS, der Volkshochschule. Dieses Gut Steinhausen, das ist schon ein historischer Ort. Das ist früher auch der Standort gewesen einer kleinen Wasserburg. Ist aber dann auch durch verschiedene Unstimmigkeiten mit Besitzern dann auch verfallen. Hier immer hatten, das war eine sehr, sehr schöne Frühlingsflora. Das ist die schönste in ganz Herne. Da brauche ich das nicht anzugeben. Das stimmt. Es gibt überhaupt in ganz Herne nur noch einen Platz, wo diese beiden Pflanzen, die ich jetzt Ihnen auch gleich zeige, vorkommen. Und da haben wir also das Buschwindröschen. Diese Buschwindröschen, die stehen hier in großer Zahl. Hier sieht man auch noch welche. Da sehen Sie, da ist noch ein weißes Glöckchen und Sie sehen auch im Hintergrund überall diese Flächen, die so niedrig sind, diese Krautschichtflächen, das sind alles Buschwindröschen. Und dann haben wir hier noch eine Pflanze, die steht noch weiter im Hintergrund und das ist diese Pflanze. Also das ist das Salomonziegel, so sieht das aus. Das ist eine sehr, also eine kleinere Pflanze, aber sie ziert den Garten auch sehr. Das sind kleine Lilienblüten hier, dieses hier da dran. Die Pflanze, jedes Jahr wächst sie ein Stück weiter und treibt wieder aus. Und das, wo sie im vorigen Jahr gewachsen ist, das stirbt dann ab. Und da bildet sich so eine Stelle, die sieht aus wie so ein Siegel. Deshalb heißt das Salomon-Siegel. Und im Salomon, weil die so schön ist, der Salomon war ja jetzt so König, dann hat man die danach benannt. Was hier ganz viel vorkommt, da sind sie schon eben drauf rumgelaufen, das sind diese kleinen lilafarbenen Blütchen. Das ist der Gundermann. Das sind diese Pflanzen, das sind kleine Lippenblütler. Die haben aus welchen Gründen auch immer hier ganz extrem zugenommen. Also ich sage Ihnen, als ich das erste Mal hier war, jetzt vor zwei Wochen, da war Regenwetter, da musste man aufpassen, dass man keine Tod trat. So rannten die über die Wege. Da gibt es die Maiglöckchen hier direkt an dem am Gut Steinhausen. Und die haben immer gesagt, vielleicht sind die mal von Gut Steinhausen dahin gebracht worden. Aber diese Maiglöckchen sind immer noch da. Das Maiglöckchen ist ja jetzt nicht bei uns so eine Waldpflanze, ne, wohl eine Gartenpflanze. Ich denke da schon, dass von dem Gut Steinhausen vielleicht da doch mal was rübergewedelt hat. Wir vielleicht die Deponie von vornherein noch etwas erweitern und dann hat man eben Anträge gestellt von der um diese Deponie über dieses Gebiet wegzuziehen bis zur Dorstener Straße. Und dann hat man eben überlegt, schütten wir das jetzt bis zur Dorstener Straße auch noch auf mit den Rostaschen und was da alles so anfällt, oder machen wir was anderes, pumpen wir das Wasser an. Das muss man da der Emscher Genossenschaft hoch anrechnen und die Ruhrkohle ist da auch beteiligt hier. Das wird ständig abgepumpt. Ständig. Und zwar ist hier ein Graben, den haben Sie sicher eben schon gesehen. Und der Graben, dann läuft auch immer Wasser durch, der entwässert nach hier und hat noch Seitengräben und das wird dann hier vorne zum Pumpwerk gepumpt in die Emscher. Also wenn die abstellen würden, die Pumpen, dann wird das hier volllaufen. Immer schwer tat, das waren die Veilchen. Da waren also auch immer Veilchen, aber die taten sich da schwer und die haben sich jetzt also sehr erholt. Wenn man also jetzt hier reingeht in den Bereich, was ich jetzt mal gestern gemacht habe, da haben sich die Veilchen sehr vermehrt. Das ist also richtig schön zu sehen und zwar sind das diese, die sind allerdings auch von der biologischen Station. Wenn Sie die mal sehen, das sind nicht diese Märzveilchen, die blühen natürlich jetzt auch gar nicht mehr. Die sind ja auch lila und die riechen auch. Und diese, die riechen jetzt nicht und nur ein ganz bisschen. Und riech mal. Riechst du was? Nein. Ne? Und die sind hellblau und die haben hinten diesen Sporn weiß.
Und das sind Hainpfeilchen. Und die sind jetzt hier sehr, sehr reichlich inzwischen hier gekommen. Man könnte da reingehen, aber das lassen wir lieber. Ne? Das ist vielleicht nicht so gut. Und ist auch ein bisschen anstrengend, weil überall eben das Knüppelholz liegt. Aber das ist also dieses Hainpfeilchen. Traubenkirsche. Und die ist hier heimisch, also ist ein typischer Baum für feuchte Wälder. Traubenkirsche ist natürlich vom Förster nicht gefördert worden, weil man ja mit dem Holz ja nicht viel anfangen kann. Deshalb hat er auch zu kämpfen in normalen Wäldern mit dem Überleben, weil er sofort rausgehauen wird. Aber hier im Naturschutzgebiet hat er natürlich seine Chance. Der bringt hinterher eben Traubenkirschen. Das ist ein Bett für Ringelnattern. Können auch andere Reptilien reingehen. Und wie gesagt, dieser Pferdemist, der holt sich, also durch diesen Geruch oder was, kommen die Schnecken gerne dahin und fressen da. Die fressen von diesem Pferdemist. Ne? Machen ja Schnecken allgemein, dass sie so Abfälle fressen. Ja, alles Mögliche. Alles Mögliche. Aber jetzt haben wir doch noch Glück gehabt, da war eine und eine sitzt auch drin, obschon es so warm ist, denn den haben wir ja so angelegt, dass er möglichst viel Sonne bekommt und ganz warm wird auch. Ne? Und das ist hier möglich in diesem Wald, weil hier diese Hochspannungsleitung drüber geht und die RWE darauf achtet, dass hier keine Bäume, und dann haben wir den da auch anlegen können, diesen Haufen. Man hat also festgestellt, es sind weit über 100 Punkte gefunden worden, wo Schlangen vorkommen. Und wenn Sie das sehen hier, das ist die Karte in der Mitte, da ist natürlich nichts, das ist nämlich die Zentraldeponie hier vorne. Da hält sich keine Ringelnatter auf in so einem Mist. Da ist keine. Aber die weißen Punkte sind alles Fundpunkte, wo man also weiß, da sind welche gewesen oder immer noch. Das, sehen Sie das? Das ist gewesen, deshalb haben wir das auch da angelegt. Das wäre ja Blödsinn, wenn man das anlegen würde, wo jetzt überhaupt in der Nähe gar kein Fundpunkt schon mal war. Ne? Und diese Fundpunkte hier, die hängen damit zusammen, dass hier unter dieser Hochspannungsleitung, hier vorne in den Wald rein, zwei große Tümpel sind. Und zwar sind die von der RWE angelegt worden damals, als Ersatz sozusagen, weil sie da das Gehölz alles weggenommen haben. Dann haben wir gesagt, dann sollen sie da zwei schöne Teiche anlegen. Das war 1981. Und die Teiche, die hatten sich auch gut entwickelt. Und da sind auch immer Ringelnatter, denn die baden auch gerne. Die gehen auch gerne ins Wasser. Und da hat man auch schon mal Glück, wenn man ganz lange still sitzt, dass mal eine auftaucht. Hier vorne ist, wie gesagt, dieser Teich, den können Sie auch auf Karten sehen, auch auf Herner Stadtkarten, überall ist der auch eingezeichnet. Der ist ein großer Teich, der hat noch eine Verbindung zu einem kleineren und dann ist noch mal wieder eine Verbindung zu einem Bombentrichter. Wer sich hier so ein bisschen auskennt, der weiß auch, hier sind viele Bomben gefallen im Krieg, hier auf Bismarck zum Beispiel, hier auf die Zeche, und die nicht getroffen haben, die haben dann hier riesen Bombentrichter verursacht. Und jetzt habe ich gestern, weil wir ja nicht dahin können und weil wir vor allen Dingen auch nicht die Zeit haben, gestern rumzukraxeln, das vorbereitet. Also diese Tiere, das sind die typischen Amphibien hier im Emscherbruch und auch hier in den Teichen und überall, wo es Wasser gibt. Der hier, der bringt sich bald schon um. Das ist ein kleiner Wasserfrosch. Also ein kleiner Wasserfrosch, der ist jetzt ein Jahr alt, würde ich sagen. So ungefähr. Früher ist ja geschlüpft. Aber wir haben hier bei diesem so ungefähr ein Jahr. Wir haben hier zwei Molcharten, einmal diese, die sind aber heute total, das ist ein Berchmolch. Diese Berchmolche, die heißen zwar Berchmolche, aber die sind eigentlich mindestens so oft wie die Teichmolche hier. Also sind sehr häufig. Ja, wir haben ja eben von diesen Bombentrichtern gesprochen. Und hier ist also einer noch und der ist auch richtig intakt, weil der nämlich immer noch Wasser hat. Und da sollten eigentlich Kaulquappen von Grasfroschen drin sein. Da ist uns damals gesagt worden, wenn die Brücke da hinten fertig ist, dann könnt ihr ja alle wieder schön spazieren gehen. Ist aber nichts draus geworden. Das ist alles nicht in dem Sinne jetzt so, dass man da spazieren gehen kann. Und da wird ja auch noch geschüttet rechts, sehen Sie. Das immer, wenn das manchmal so sandig aussieht, das ist dann damit abgedeckt worden, dass was geschüttet worden ist. Also da hinten steht auch ein riesengroßer, hellgelb blühende. Ja. Das ist was. Sieht aus wie Holunder, ne? Ist auch einer. Aber nicht essen. Das ist nicht der schwarze Holunder, den wir so meistens im Garten haben. Das ist der rote Holunder.
Der heißt auch Traubenholunder, weil der jetzt nicht so in der Dolde die Beeren hat, sondern so wie so eine Traube mehr. Und dieser Traubenholunder, der ist relativ selten. Da ist die Knoblauchraupe. Können Sie mal rumgehen? Die riechen ganz schön stark. Also Knoblauchraupen, die sind sehr beliebt bei den Vegetariern. Ja? Oh, das wäre mir jetzt zu viel, den ganzen Garten. Eine Mulde. Sehen Sie die da? Und diese Mulde, die zieht sich jetzt immer weiter durch. Manchmal kommt sie näher, dieser Graben könnte man auch sagen. Manchmal ist er wieder weiter weg, in so großen Schlingen ist das hier. Und durch diesen Graben, also diese Form, die hat ein Fluss hervorgerufen, die sogenannte Fleute. Hier floss also früher ein Fluss, der hieß Fleute, eher ein Bach. Und der ist hier geflossen. Und damit auch die Leute über diesen Bach konnten, hat man diese Brücke, die ja auch in dem Text stand, gebaut, wo wir jetzt hingehen, da vorne zu dieser Fleutebrücke. Und dann können wir mal auf dem Weg jetzt gucken, ob wir diesen Fleutegraben, müsste man ja jetzt sagen, ob man diesen Fleutegraben jetzt auch weiter verfolgen kann. Konstruieren, den alten Verlauf. Ja. Und man muss sich so vorstellen, wir sind jetzt auf einer Insel. Das nennt sich ja Emscher Insel, dieses Gebiet, weil da ist die Emscher und da ist der Rhein-Herne-Kanal. Und das Gebiet geht 34 Kilometer quer durchs Ruhrgebiet als Insel. Und das war früher war so, da war quasi so ganz grob, da wo jetzt der Kanal ist, floss früher ganz grob die Emscher. Das stimmt, das muss man sich gut merken. Da floss die Emscher. Genau. Das ist wichtig. Weil, und die Emscher, also der Kanal ist praktisch in das alte Emscherbett gelegt worden. Und die, wo jetzt die Emscher ist, da war praktisch der Fluss Fleute. Ja, das stand doch neulich was in der Zeitung. Ja, genau. Das ist richtig, ja. Und ich versuche jetzt diesen Fluss Fleute, zusammen auch mit Roland Schöning, versuchen wir diesen Fluss so ein bisschen zu rekonstruieren und stoßen da immer wieder auf, wo die wohl hergekommen ist und wie die abgebunden sein könnte und wie die wohl verschwunden ist. Ja, es ist ja, geht ja jetzt auch die Kunde eventuell, nicht, dass man dass diese Fleute ein Altarm von der Emscher wäre, weil man die Quelle nicht finden kann von der Fleute. Also ich bin der Sie Meinung, sind ja jetzt auf der Suche nach der Quelle. Ich bin der Meinung, dass ich da Quellbereiche gefunden habe. Ich will mir nicht ganz so weit aus dem Fenster. Ich habe da jetzt auch noch Termine mit so Hydrologen und Experten, die noch mehr dazu sagen können. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass die Fleute wohl ein eigener Fluss war. Ja. Also dann muss ich. Aber es gibt auch Leute, die sagen, es könnte nur ein Altarm von der Emscher gewesen sein, der sich so quasi aus der Emscher so entfernt hat. Aber da geht es über alte Karten und da bin ich, also da gibt es geteilte Meinungen. Ich habe da sehr viele Leute, die floss daher im Endeffekt, wo jetzt die Zentraldeponie ist. Genau. Die haben ja die Zentraldeponie gemacht und haben die Fleute einfach an der Seite gelegt. Genau. Und zwar neben die Wiederhoffstraße. Also und da liegt auch ein Teil noch. Genau. Das haben wir gesehen. Zwischen dem Windhundstadion und der Emscher. Ja. Da sieht man noch den Verlauf der Fleute. An der Wiederhoffstraße, wo sie eben da abgebogen sind, Kurzstück dahinter, da ist an der Wiederhoffstraße so eine Art Graben und der führt zur Emscher und das wird dann auch mit dem Pumpwerk in die Emscher entsorgt. Da kommt noch der Rest vom Resserbach. Ja. Das ist natürlich ein winziges Stückchen und da steht auch auf manchen Karten Fleute dran. Genau. Denn die Fleute selber, die ist ja zu, die haben sie ja praktisch mit der Zentraldeponie überdeckt. Die ist ja, haben sie einfach dann an eine Seite gelegt, an die Straße, an den Straßenrand.